Guten Tag an alle Scam-Mating-Freunde. Mein Name ist Callcenter Crusher und im heutigen Sonntagsvideo habe ich drei Anrufe für euch. Den dritten Anruf hat mir mein Scam-Mating-Kollege Ziggy Scambuster überlassen, da er wenig Zeit hatte. Besucht ihn doch gerne mal auf seinem Kanal und lasst ein wenig Liebe da. Nun also viel Spaß und den Spruch mit dem Intro kennt ihr sicher doch schon, oder? Ja, bitte. Schönen guten Tag. Hallo? Guten Tag. Ich spreche mit Herrn Herald. Bitte wen? Herr Herald. Bei mir steht ein Kundenname, Herald Rothermund. Herald? Nee, Herald ist nicht mein Name. Und Rothermund? Ja, Harald ist mein Name und nicht Herald. Ach so, Harald Rothermund. Ah Herr ja. Rothermund, Sie haben sich an unserer Webseite bei General Crypto registriert. Nee, das war bei Unprofit. Unprofit auch unsere Webseite. Bitte was? Wir haben Es ist sehr laut bei Ihnen, ich verstehe Sie leider schlecht. Unprofit auch unsere Webseite. Sie Ah haben ja. bei uns sich registriert und Interesse an Autotrader gezeigt, stimmt es? Nicht an Autotrader speziell, weil mit Autos habe ich nichts zu tun. Ich habe Nein, Interesse an. Autotrader heißt, es ist ein Programm in der Finanzmarkt, welches funktioniert mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT. Aha. Ja, und bringt täglich bis zu 10% Profit. Sie haben Wie Ihre viel persönliche Prozent? Daten so bis zu 10%. Mhm. Ja, und Sie haben Ihre persönliche Daten sowie E-Mail-Adresse, Handynummer ja weitergeleitet. Deswegen habe ich angerufen und ich bin Kontoberater. Wie gesagt, Dominik ist mein Name. Wenn Sie Ihre Handelskonto aktivieren wollen, dann bin ich bereit, ja? Ja, erstmal können Sie mir ein Ich bisschen werde was dabei darüber sein. erklären. Herr Harald, Herr es geht um Rotermund. eine. Okay, aber ich bin einfach Dominik, ja, Herr Nee, ich Rothermund. möchte schon gern, wir kennen uns ja nicht, deswegen bitte auch Ihren Nachnamen. Gut. Dominik Jula, wenn Sie wollen. Jula, es ist sehr laut Da bei Ihnen. Ich verstehe Sie kaum, Sie sprechen sehr undeutlich. Kollege, Sie arbeiten gleichzeitig mit Kunden, deswegen, ja? Ja, dann sorgen Sie mal ein Soll bisschen ich? für Ruhe, weil das ist fürchterlich laut. Moment, kurz, ja. Jetzt hören Sie mich? Ja, aber die Stimme im Hintergrund ist immer noch so laut. Und jetzt? Jetzt wird es langsam leise, aber Sie auch. Ja, und was soll ich jetzt machen? Sie müssen lauter reden. Ich verstehe Sie kaum. Jetzt hören Sie mich gut? Ja, es geht so einigermaßen. Wenn niemand anders redet, dann geht es. Gut. Herr Rothermund, da wo Sie sich registriert haben, das ist globale Finanzmarkt. Wir arbeiten unter deutsche Börsen, ja? Und auf unserer Webseite, Kunde darf nicht alleine investieren, damit kein Verlust macht. Entweder wird unsere Autotrader benutzen, wie gesagt, welche funktioniert mit künstlicher Intelligenz und aufgrund MetaTrader 4 und bringt täglich bis zu 10% Profit. Oder mit einem eigenen Broker arbeiten, woher werden Sie VIP-Signale erhalten und genau gleiche wiederholen. Damit profitieren können, ja? Einzige als Unternehmer, wir haben, das ist 3,5% von Ihrem Profit. Das war's. Ja, gut, das haben Sie soweit erklärt. Gut. Und welches ist jetzt Ihre Plattform? Weil. Solobit heißt unsere Plattform. Ich kann auch per E-Mail die Plattform weiterleiten, ja, und Ihre Anmeldedaten mit einmaliges Passwort. Damit Sie können sich durch hier einloggen und die Handelsplattform anschauen, wenn Sie wollen. Aber Handelsplattform wäre ja noch nicht aktiv, weil da drin gibt es Bitte keinen reden Sie Betrag. nicht so schnell. Sie sprechen sehr undeutlich. Langsam und Ich deutlich, weiß. bitte. Ich kann auch per E-Mail die Anmeldedaten, ja, weiterleiten und damit Sie sich einloggen können und Ihre Handelskonto anschauen. Ja, das können Sie mir mal schicken, erstmal. Und dann Jetzt. habe ich sicherlich noch Fragen.
Schicken Sie Bitte erstmal schön. die E-Mail. Jetzt können Sie die Posteingang ja prüfen. Ich sende jetzt gleich. Das Ja. dauert 1 Minute Maximum. Ja. Haben Sie? Nein, ich habe noch nichts bekommen. Aber Posteingang schon geöffnet. Natürlich. Jetzt ist versendet. Ja, wie sollte es denn auch Aktualisierung. vorher bei mir Bitte ankommen, einmal. wenn Sie es noch gar nicht versendet hatten? Nein, zeigt bei mir, dass ja schon da ist. Nee, Sie es ist haben nichts schon da. erraten. Nein, ich habe nichts bekommen. Einfach aktualisieren die Posteingang. Von Ja, Dominik Jüller. es ist noch keine E-Mail da von Ihnen. Schauen Sie bitte am Ich schaue. Spam-Ordner, ja? Ja, ich schaue. Ja. So, jetzt haben wir. Jetzt ist was angekommen. So. Da gibt es eine blaue markierte Link, Solobit, ja? Plattform Solobit. Bitte. Öffnen die Webseite und das ist ihr, das ist Ihre Plattform und Ihre Webseite? Das ist ja scheinbar nur Ihre Plattform zum Handeln, oder? Richtig. Und welche Webseite haben Sie als Webseite? Ist das solobit-go.co oder? Richtig. Ja, dann schaue ich doch erstmal auf Ihre Webseite. Das interessiert mich erstmal. So. Plattform Solobit, ja, blau markierte Link. Das ist unsere ja, Plattform. Ja, aber ich habe ja Plattform. Nach Ihrer Webseite gefragt. Webseite, das ist nur für die Registrierung, damit wir Kundendaten bekommen können. Ja, eben, und aber wir ich möchte haben ja gerne solche... Ihre Webseite sehen, sagte ich gerade. Ach so, ja. Das meinten Sie. Ich kann nicht das weiterleiten, weil das normalerweise man kann im Internet, per Instagram oder per Facebook einfach mit Fenster, ja, mit sehen was bitte? Und sich registrieren. Bei mir steht nur Kundenname, E-Mail-Adresse. Ja gut, Sie können mir Ihre Webseite nicht weiterleiten, dann können Sie mir Ihre Webseite doch nennen, sagen. Bei mir zeigt, dass Sie bei unserer Webseite General Crypto. Nein, ich Ölprofit, habe ich gesagt. Ölprofit, okay. Dann ja, schreiben Sie Ölprofit auf einfach im Internet und schauen Sie. Ja, aber das ist ja keine Webseite von Ihnen dann. Weil Herr Rotermund. Ja. Was brauchen Sie? Ich habe Ihre Anmeldedaten weitergeleitet. Wenn Sie brauchen, Sie können sich durch einfach einloggen und weitere andere in Ihre Webseite finden. Okay? Ich bin nur zuständig für die Kontoaktivierung. Und wenn Sie ein aktives Handelskonto brauchen, ich bin bereit, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ja, wenn nein, dann werden wir gleich blockieren und Ihr Name wird in der Global. Was werden Sie eigentlich so unfreundlich? Zuhören zuerst einfach. Ja, wenn zuhören erstmal. Warum sind Sie so unfreundlich? Weil Sie brauchen einfach so. Ich stelle Sie eine Frage, das unmöglich, weißt du? Unmöglich wieso heißt du? Unseriös aus. Wieso du? Unseriös aus. Bitte? Unseriös aus. Weil du bist du. Was bin ich? Du bist du. Ich bin du. Ich bin du, weil ich Fragen stelle. Weil du bist du. Ich habe keine Lust mit Sie. Ich glaube, wir haben wieder einen Betrüger am Telefon, okay. Richtig? Betrüger bist du, weil du hast dich... Du bist der Betrüger. Du bist der Betrüger. Ja, ich bin Betrüger und was? Ja, weiß ich. Weiß ich, stimmt. Ja, was dann? Was dann? Ja, ich weiß es. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Und du wirst und du dieses Video auch wieder auf YouTube hören. Damit ich vor dir und deiner Firma ja, warne. In fünf Minuten alle YouTube kann dich hören. Dass du dich registriert hast. Ja, schön, prima. Ja. Wo kann man es dann hören? Wo denn?
Weißt du noch, wie viele, Wo, also Bush? welcher Kanal ist denn dein Kanal? Hör mal zu, ich sage nur Hör mal einen. Du zu, weißt, wer dass ist du denn eine dein Pflicht erlangst. Kanalbetrüger? Betrügerkanal? Du weißt, dass ich weiß, dass du Pflichtfeller bist, ne? Was bin Ja, ich? jetzt leg mal auf. Was bin Pflichtfeller, ich? einfach. Ein was bitte? Du sprichst sehr undeutlich. Was bin ich bitte? Hurensohn und Pflichtfeller. Du sprichst wieder sehr undeutlich. Nimm mal dein Mikrofon aus dem Mund. Mit der Petra? Nee. Kann ich sprechen mit Petra? Wir kennen uns ja nicht. Wer ist denn da überhaupt? Sind Sie kein Petra? Beta ist ein Vorname. Petra Burchert, Ja, ja? dann bin ich Herr Borchert. Herr Burchert. Gibt es Unterschied? Ja, natürlich, Vorname und Nachname. Und Ah, gibt es. in Deutschland redet man Leute, die man nicht kennt, immer mit dem Nachnamen an. Mit Nachnamen, okay, wusste ich nicht. Ach, Kein Unterschied. dann sind Sie also nicht aus Deutschland. Ne, ich bin aus Deutschland. Sie sind nicht aus Deutschland, sonst wüssten Sie Ne, das. ich bin in Deutschland geboren. Ja, aber das hört man an der Stimme, dass Sie wohl nicht lange da gelebt haben, richtig? Nicht lange, ja, aber Wie lange denn? einige Jahre, 3 Jahre. Ah ja, bevor man sprechen lernt, lernt man sowas. Okay, gut. Und wo sind Sie Genau. jetzt? In Berlin. Ach, jetzt sind Sie in Berlin und rufen aus Berlin Genau. an. Genau. Ja. Und was wollen Sie? Welche Zahlungsmethode haben Sie? Kreditkarte Bitte oder was? Online-Banking? Welche Zahlungsmethode Ich weiß doch benutzen nicht Sie? mal, wer Sie sind und Sie fragen mich nach Geld? Ja, wir sollen alles schnell machen, ja? Wir haben keine Zeit. Wir Ja. haben nur 3 Minuten. Ja, gut, okay. Weil ich so viele Kunden habe, deshalb. Ja, okay, Ja. schön, schön. Haben Sie Computer oder Handy? Was haben Sie jetzt bei Ihnen? Ich habe einen Computer, ja. Okay, schalten Sie Computer ein. Warum? Damit ich kann Ihnen helfen von meiner Seite. Haben Sie Computer eingeschaltet? Wieso? Wie wollen Sie mir denn helfen? Erzählen Sie erstmal. Damit ich kann diese Applikation einsetzen. Welche Applikation? Ja, diese Schritte, bei diesen Schritten. Welche Dieses Applikation? Konto. Sollen wir ein Konto, ein Handelskonto für Sie Ja, welche eröffnen, ja? Applikation? Welche? Unsere Applikation. Die da wäre. Ich weiß ja nicht mal, welche Firma Sie Leon sind. Kapital, Leon Kapital Plattform. Ah ja, und welche Applikation? Diese Leon Kapital. Da gibt es eine Applikation. Wie heißt Okay, die? schreiben Sie anidesk.com in Google, haben Sie Das geschrieben? ist nicht Leon Kapital Applikation. Ja, das ist eine Applikation, womit kann man Ihnen helfen. Okay? Ja, gut. Öffnen Sie einfach Ihre Google, schreiben Sie bitte dort Anidesk. Soll ich buchstabieren oder können Sie selber schreiben? Ich kann selber schreiben, aber Sie reden so schlecht Deutsch, dass ich es nicht verstehe. Buchstabieren Sie mal. Okay, schreiben Sie A wie Anton, Ja. N wie Nordpol, Y, Ja. D wie Dora, E wie Emil, Ja. S wie Siegfried, K wie Kaufmann. Ja. .com, anidesk.com. Haben Sie geschrieben? Ja. Jetzt sollen Sie das herunterladen. Okay, ich klicke mal drauf. So. Ja. So, jetzt lädt es runter. In der Zwischenzeit können Sie mir mal erzählen, was Ihre Firma überhaupt macht. Unsere Firma hilft Menschen, Geld zu verdienen, Gewinn zu bekommen. Ah ja, und wie macht sie das? Haben Sie. Wenn Sie investieren dieses Geld, das geht automatisch zu Ihrem Handelskonto. Danach werden Sie arbeiten mit unserem Finanzberater und unser Finanzberater helfen Ihnen, diese Investitionen weiterzumachen. Zum Beispiel, es lohnt sich in Bitcoin zu machen, es lohnt sich in
Aktien zu machen, so weiter und so fort, ja? Und mit was kann man bei Ihnen handeln? Mit Kryptowährungen, mit verschiedenen Sachen. Sie werden alle Informationen bekommen, natürlich, nachher. Okay, haben Sie schon heruntergeladen? Öffnen Sie bitte das. Ja, ich muss es ja erstmal installieren. So, Dann ich. klicken Sie installieren. Ja. Oh, das geht gar nicht. Hier Können Sie steht. nicht installieren das? Richtig, weil das ist ein Firmencomputer und da steht, bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator, denn solche Anwendungen sind gesperrt. Kann ich also nicht installieren. Da müssen Sie Okay, mir so helfen. welches Handy benutzen Sie? Haben Sie Samsung oder iPhone? Ich habe ein Nokia 3310. Okay, welche Applikation haben Sie in Ihrem Nokia? Google Play oder Play Store? Da gibt es keine Applikationen. Keine. Gibt es Google? Nein, das ist kein Internethandy. Nein. Das ist ein Handy Ah, zum okay. Haben Sie Telefonieren. kein anderes Handy? Nein, ich habe ein Nur zu Handy, das reicht. telefonieren. Ja, richtig. Reicht doch zum Sie haben Telefonieren. ein Handy und das reicht Ihnen. Ja, natürlich. Ich denke nicht so. Sie brauchen ein Ach, Sie modernes denken? Handy. Nee, wo, warum brauche ich Ja, das? weil Sie Warum sind ein reicher brauche Mann. ich Sie sind ein das? reicher. Warum brauche ich Warum das? schreien Sie? Warum lassen Sie Warum mich nicht schreien Sie auf ausreden? mich? Sie dürfen das nicht. Bitte was? Wissen Sie, Sie dürfen das nicht. Was darf Warum ich nicht? schreien Sie denn? Was darf ich nicht? Warum Schreien? schreien? Sie Wenn dürfen Sie mich nicht. nicht, wenn Sie mich nicht zu Wort kommen lassen und nicht ausreden lassen und besser wissen, was ich brauche. Dann schreien Sie nicht, bitte, okay? Verstanden? Verstanden? Haben Ich Sie erlaube Sie verstanden? nicht. Was Sie mir Ich erlauben, erlaube Sie nicht. was Sie mir erlauben, ist mir herzlich Natürlich. egal. Das ist mir herzlich Ich muss egal. erlauben oder nicht. Ja, Und genau. Sie müssen es mir nicht erlauben, richtig. Sie für mich müssen mir auch das ist nicht es egal. erlauben. Sie müssen mir das Du bist nicht egal erlauben. für Ich mich mache das, einfach. was ich will. Schlampe. Verdammt. Dummer Betrüger! Wer ist da? Hallo? Online. Onlinehandel, Trading. Wie ist Ihr Name? Krypto. Mein Name ist Jenny Zimmermann von FX Global Markets. Sie haben sich registriert über Atom Trade Plattform. Ja. Wir arbeiten mit verschiedenen Finanzmärkten. Ja. Haben Sie Mit wem kein möchten Interesse mehr? Sie dann sprechen? Herr Brückteknetten. Brüste kneten heißt das. Ja. Ja. Sehen Sie Und? das? Ja, Sie haben Ja. sich mal registriert Sie wollen Herrn bei Brüstekneten sprechen. Handelsplattform. Moment, ich hole mal Herr Brüstekneten. Das ist der Kollege. Klar, Moment. Okay, soll ich später anrufen? Nein, Moment, ich rufe ihn gerade mal. Klar, Moment. Der Name ist Andy Brüstekneten. Ja, an die Brüstekneten. Ganz genau. Ja. Richtig, genau. Klar, Wenn Moment. er sich registriert hat, vielleicht hat er dann Interesse Ja, noch. da ist er, der Herr Brusteknete. Herr Brusteknete? Ja? Herr Brusteknete, telefonieren Hallo, Sie bitte einmal. schönen Telefon bitte. Abend. Ich bin von FX Global Markets. Sie haben sich mal bei uns registriert. Hätten Sie Interesse noch daran, Ihr Handelskonto zu aktivieren? Grundsätzlich ja, ist richtig. Alles klar. Wollen wir Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, können wir gerne machen. Wenn Sie mir mal ein bisschen was dazu erklären würden. Ja, Sie bekommen also Mindestbeitrag ist 250 Euro plus Sie bekommen von uns 50 Euro Bonus. Und wir arbeiten mit verschiedenen Finanzmärkten. Innerhalb von einem Monat machen Sie keine Verluste. Falls irgendwelches passiert, bekommen Sie von unserer Firma kompensiert. Was bekomme ich von Ihrer Firma? Also Sie bekommen das Geld zurück. Vielleicht haben Sie irgendwelche Verluste innerhalb von einem Monat. Wusste ich noch nicht, dass es an der Börse eine Geld-Zurück-Garantie gibt. Wusste ich noch nicht, Genau, aber ich. garantiert. Ja, das ist so, ja. Ich kann Ihnen dann per E-Mail den Link zukommen lassen. Über den Link können Sie das Geld überweisen und Ihr persönliches Handelskonto eröffnen.
Dann bekommen Sie von uns Finanzberater zugewiesen. Ja. Hätten Sie noch? Soll ich dann die E-Mails an Ihr E-Mail an Ihre E-Mail schicken, Andy 33? Augenblick, ich muss mal gucken, welche ich da. Ja, Augenblick, ich muss mal gucken, welche E-Mail-Adresse ich da eingegeben hatte. So, Moment mal. Ja. Ich muss mal kurz drauf einloggen. So. So. Ja, ich sehe jetzt, dass Sie haben sich über. Moment mal. Über AtomTrade registriert. Heutzutage arbeiten wir auf Tangani-Plattform. Auf dem was? Tangani. Handelsplattform heißt jetzt Tangani. Ich schicke Ihnen den Link und dann können Sie sich erkundigen über den Link. Ja, die Frage war halt, welche E-Mail-Adresse hatten Sie von mir? Andy 33. Ed? Ja? Tonne. Ja, nee, das ist eine alte E-Mail-Adresse. Das ist eine alte E-Mail-Adresse. Sagen Sie mir. Okay, sagen Sie mir dann die aktuelle. Ja, kann ich sagen. all-in-mails@mailbox.org. Könnten Sie bitte buchstabieren? Englische Wort für alles. All. Unterstrich. Also O. Ich buchstabiere. Anton Ludwig Ludwig. Unterstrich Ida Nordpol, Unterstrich Martha Anton Ida Ludwig Siegfried @mailbox.org. Also erstmal Ludwig. Bitte? Ja, Ludwig. Zuerst Nein. Ludwig. Der erste, haben Sie nicht mitgeschrieben? Ja, nochmal bitte, aber langsamer. Anton Ludwig Ludwig. Wiederholen Sie bitte. Anton Ludwig Ludwig. Ja, dann Unterstrich. Ja. Dann Ida Nordpol. Moment, Ida, also und Nordpol. Also IN, ja, meinen Sie? Richtig. Dann wieder ein Unterstrich. Ja. Martha, Anton, Ida, Ludwig. Siegfried @mailbox.org. Okay, ja. Wiederholen Sie bitte mal. All in Miles, meinen Sie? Ja, mit dem Unterstrich. Miles. Unterstrich ist Ihnen bekannt? Ja, genau. Zweimal Unterstriche, genau. Habe ich notiert. Mail.org. Nein, habe ich nicht gesagt. Mailbox.org. Ja. Mailbox, sorry. Ja. Okay, also all-in-miles@mailbox.org. Richtig, das ist richtig. Benutzen Sie dann Kreditkarte oder Überweisung? Normalerweise mache ich Überweisung. Dann schicke ich den Link für Überweisung. Ja gut, ich bin jetzt auf meinem Mailkonto drauf, das heißt, können Sie mir schon schicken. Gut, ich schicke Ihnen dann Zugangsdaten und Passwort ABC. Wenn Sie sich einloggen, bitte Passwort verändern. Ja, kein Problem. Und dann, genau, dann können Sie Mindestbeitrag 250 einzahlen und wenn Sie das gemacht haben, machen Sie bitte Screenshot oder Foto und schicken Sie an mich zurück. Ja, aber erstmal schicken Sie bitte die Mail, damit ich schon mal mich einloggen kann. Und in der Zwischenzeit können Sie mir ein bisschen was erklären, wie das bei Ihrer Firma funktioniert. Ja, gerne. Moment mal. So. Also, wir arbeiten mit verschiedenen Finanzmärkten. Es geht um Kryptowährungen, Aktien, Forex, Rohstoffe. Sie bekommen persönliche Finanzberater von uns. Und mit dem telefonieren Sie dann weiter.
Ich bin Account Manager nur für Ihr Handelskonto, Aktivierung zuständig. Ja, und man kann nur die 250 genau. Euro investieren. Nee, Sie können mehr investieren ab 250. Sie können 500 Welche Möglichkeit? Und so weiter. Ja, was heißt und so weiter? Ja, ich sage Ihnen gleich, Moment. Eigentlich Betrag liegt an Sie. Wichtig ab 250. Aber dann, wie Sie wollen, 300, 400, 500, 1000. Und das ist das Maximum? Maximum? Wollen Sie weiter? Moment, ich schau mal. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man investiert, dann möchte man doch Gewinn machen. Mhm. Dann so einen kleinen Moment. Also 2500 steht bei mir. Ja, als Maximum. 2500 Maximum, ja. Mhm. Und welche Gewinnmöglichkeiten haben wir dann prozentual? Ja, also das kann ich leider nicht sagen. Ich bin nur für Aktivierung zuständig. Das können Sie alles mit Finanzberater besprechen. Ich habe keine Info leider. Ja, dann können Sie mich mal bitte weiterleiten an den Finanzberater. Genau, erstmal müssen wir das Konto aktivieren. Ja, ich möchte gern vorher mhm. wissen, auf was ich mich gewinnlich einstellen kann. Okay. Wichtig, dass innerhalb von einem Monat bekommen Sie das Geld erstattet, falls irgendwelche Verluste gibt. Aber bestimmt kann man viel gewinnen. Ja. Das ist Handel. Ja. Ja, aber man kann eben auch beim Handel an der Börse Geld verlieren. Ja, wenn Sie vielleicht verlieren, hoffentlich nicht, bekommen Sie von der Firma in einem Monat, innerhalb von einem Monat erstattet. Ja, welche Versicherung springt da ein? Welche Versicherung ist das? Es gibt eine Versicherung, die wir Ihnen schicken. Da steht alles. Sie können das gerne unterschreiben, ausdrucken, unterschreiben. Ja, und dann zurückschicken an Ihre Firma, oder wie? Ja, ja. Also ich schicke Ihnen, Moment mal. Die Versicherung erhalten Sie per E-Mail, diese können Sie dann ausdrucken und unterschreiben. Und wo schicke ich es dann zurück? Ich schau mal, ich schicke Ihnen jetzt den Link und Sie können sich noch über unsere Firma erkundigen, lesen, nachlesen. Ja, gut, ich warte auf den Link. Also bis jetzt habe ich noch keine... Link, genau, ich mache jetzt gleich. Wenn ja, okay, ich bleibe am Telefon, bitte. Vielleicht habe ich ja noch Fragen. Okay, gut. Kann ja durchaus sein, dass ich noch Fragen habe. Moment. Das ist aber eine lustige Party bei Ihnen, ne? Ja, damit wir einander nicht stören. Ach, da macht man so laut Krach, dass der Kunde kaum was hört. Das ist sehr laut bei Ihnen tatsächlich. Hören Sie Musik, meinen Sie? Ja, natürlich. Mhm. Es ist ein wenig störend. Bei Geldgeschäften sollte man im Allgemeinen bei noch Ruhe haben. Ja, warum machen Sie die Musik dann nicht aus? Es gibt viele Account Manager, damit wir einander nicht stören und damit die anderen Kunden, anderen Kollegen nicht hören. Ja, da geht man normalerweise in ein anderes Büro. Haben Sie keine Einzelbüros? Nein, das ist, wenn Sie später mit Finanzberater dann reden, dann gibt es Ruhe bestimmt. Da ist ein anderes Büro dafür gedacht. Ja, aber das ist doch schon, also ich kenne es so nicht, wenn man Geschäfte mit Banken macht, dass da Musik im Hintergrund ist. Also deshalb, ja, am besten, wenn wir jetzt auflegen und ich mache das alles in Ruhe, schicke Ihnen und dann, wenn Sie mit Finanzberater...
Ich habe doch noch Fragen, deswegen warte ich ja jetzt auf die E-Mail. Haben Sie die schon geschickt? Ja. Ja, das dauert noch. Ich muss dann, weil sie auf einer alten Plattform standen, wir benutzen das nicht mehr. Ich muss sie wieder auf ein anderes, auf Tangani. Eine alte Plattform, haben Sie Ihre Plattform geändert? Ja, Sie haben, als Sie sich noch registriert haben, war das, Moment, ich schau mal, das war noch im Oktober, ja, das war Atom Trade. Ja. Momentan benutzen wir Tangani. Alle unsere Kunden haben wir auf Tangani-Plattform, deshalb. Und dann ändert sich die Plattform? Genau, Plattform hat sich geändert. Aha. Und wie machen Sie das? Wie machen Sie das mit Ihren Bestandskunden, wenn die Ihre Plattform plötzlich gar nicht mehr wiederfinden? Na, Plattform ist da. Bestandskunden bei Handelskontoaktivierung wechseln wir alle, die auf alte Plattform stehen, auf neues Plattform. Kurze Frage, Ihr Nachname schreibt man über O-Umlaut oder U-Umlaut? Was? Nachname. In der BR. BR und dann? Ja. O-Umlaut oder U-Umlaut? Oder? Was haben Sie denn da stehen? Ja, bei mir steht leider Fragezeichen. Wissen Sie, Computer hat nicht erkannt. Hier steht Andy und dann BR und dann Fragezeichen und dann weiter in Ordnung. Das ist dann UE. Also U-Umlaut, ja, alles klar. Mhm. UE. Mhm. Ja, ist richtig. Gut. Ja, okay. Bitte? Alles gut. Noch einen kleinen Moment. Brühstück kneten. Ja, und dann, wenn ich jetzt Sie auf Tangani-Plattform aktiviere, dann schreibe ich Ihre neue E-Mail-Adresse dort auch. Ja, die natürlich. Alte ist nicht mehr aktuell, ja. Die ist nicht mehr aktuell, ja. Mhm, alles klar. Sie sind in Deutschland, ja, steht bei mir richtig. Ja, das steht richtig, ja. Okay, perfekt. Gleich kommt die E-Mail. Ja. Oh, ist er raus. Und plötzlich wollte die Buchstabierkünstlerin nicht mehr mit mir telefonieren und hat aufgelegt. Eine Mail habe ich natürlich auch nicht bekommen. Na, wenigstens habe ich ihr Zeit gestohlen, in der sie niemand anderen betrügen konnte. Die Bankdaten für die Weiterverarbeitung haben wir inzwischen über einen anderen Anruf bekommen. Danke nochmal an Ziggy für den Anruf. Besucht ihn mal auf seinem Kanal und lasst Grüße da. Seinen Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bleibt aufmerksam. Und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.